Hallo, hier ist Dietmar Friedhoff, Bundestagsabgeordneter aus Niedersachsen. Und ich war letztens hier schon auf diesem Kanal und habe mich zum Islam geäußert. Und was mich dann doch positiv verwundert hat, waren viele, viele Kommentare, die eingegangen sind. Und man sieht, dass die Menschen durchaus produktiv, durchaus kontrovers über das Thema Islam diskutieren. Wir werden auch gleich einige Fragen besprechen, aber grundsätzlich möchte ich mich nochmal zu diesem Thema generell äußern. Deutschland ist ein Staat, wo die freiheitlich-demokratische Ordnung oben ansteht. Das heißt, wir in Deutschland verpflichten uns, in und unter der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu leben. Und wir sind ein säkularer Staat. Das heißt, wir haben Staat und Kirche getrennt. Und deswegen sind die Fragen oft falsch, die wir stellen. Gehört der Islam zu Deutschland? Gehören Muslime zu Deutschland? Die Fragen, die wir stellen müssen, gehört der Algerier zu Deutschland? Gehört der Belgier zu Deutschland? Gehört der Türke zu Deutschland? Und in dem Moment, wo wir immer die Fragen über den Glauben stellen, neigen wir dazu, den Glauben über den Staat zu erhöhen. Und dadurch entstehen vermutlich viele Probleme. Und was wir oft merken in der Welt, Krieg und Terror entsteht immer dann, wenn diese Gefühle, dieser Glauben der Menschen eigentlich manipuliert wird, wenn er zum Werkzeug gemacht wird. Und hier tragen viele Institutionen der Gläubigen natürlich eine hohe Verantwortung, hier mit den Menschen umzugehen. Das heißt, was ich damals gesagt habe, der Islam muss reformfähig sein, von dem Sinne, er muss für alle verstehbar und selber lesbar sein. Und wenn wir bei uns in unseren eigenen Glauben zurückgehen, war es ja letztendlich so, dass erst dadurch, dass die Bibel von Lateinisch ins Deutsch übersetzt wurde, die Menschen erstmal verstanden haben und hatten und selber interpretieren konnten, was das Wort Gottes wirklich ist. Und das Wort Gottes darf und kann niemals mit Feuer und Schwert auf die Welt kommen. Das widerspricht sich an sich, weil Gott, unser Gott, den wir kennen, definitiv für die Liebe ist. Und deswegen, aus dieser Sicht heraus schon alleine, kann ich Ihnen sagen, gehört der Islam natürlich nicht zu Deutschland. Aber zu sagen, die Menschen, die an ihn glauben, gehören auch nicht zu Deutschland. Das ist etwas, wo ich sage, wir müssen mehr in den Dialog treten und mit Menschen offen und ehrlich genau mal darüber sprechen. Und zwar nicht hasserfüllt, sondern eigentlich dialogerfüllt. Und das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. Ja, was meint man damit? Dass es einem Muslim durchaus gestattet ist, lügen zu dürfen. Also seinen eigenen Glauben kurzfristig hinten anzustellen, zu sagen, nein, ich bin ja gar nicht so ein richtiger Muslim und so weiter, um andere Menschen natürlich davon zu überzeugen, in Sicherheit zu wählen und sie hintenrum dann doch zu bekehren zum Islam. Wenn ich auf Menschen zugehe und grundsätzlich denke, dass er lügt, habe ich schon ein Dialogproblem. Das heißt, Dialog kann ich nur machen, wenn man offen und ehrlich auf Menschen zugeht und nicht immer hinterfrage, lügt er mich jetzt an, weil das ist schon das Schlechteste, was in einer Kommunikation passieren kann. Spürt man natürlich und merkt man, dass gelogen wird, dann ist der Dialogversuch natürlich gescheitert. Aber deswegen möchte ich hier an dieser Stelle natürlich nicht jedem Muslim unterstellen, dass er lügt. Also das zu sagen, finde ich schon sehr grenzwertig. Genau, ich habe die Bibel auch nicht studiert, ich habe sie gelesen. Was heißt schon studieren? Ich habe Teile des Korans gelesen. Was ist denn der Koran? Wenn wir uns mal ganz ehrlich angucken, ist der Koran ja nicht von Allah niedergeschrieben worden, sondern auch nicht von Mohammed, sondern von Menschen, die nach Mohammed gekommen sind. Das heißt, genauso wenig wie Jesus Christus die Bibel geschrieben hat, hat auch Mohammed nicht den Koran geschrieben, sondern es wurde über mündliche Übertragung dann noch durch die Nachfolgenden vielleicht vieles uminterpretiert. Und wer den arabischen Raum kennt, weiß, dass vieles eben durch Geschichten von Generation zu Generation übertragen wurde. Das heißt, hier sind bestimmt schon viele Interpretationsfehler drin, hier sind bestimmt schon viele Interpretationen drin, die Machterhalt oder Machtförderung wollten, von denen der es dann wieder für sich nutzen wollte. Wenn man jetzt immer sagt, er ist nicht reformfähig, dann muss man mit dem Menschen darüber sprechen, was wirklich der Koran aussagt. Und wenn ich sage, Allah und Gott sind das Gleiche an sich, weil es kann nur einen Gott geben, dann muss man mit dem Menschen sprechen, was die wahre Botschaft ist. Und die wahre Botschaft ist Frieden und Liebe und nicht Blut und Schwert und auch nicht Trennung der Geschlechter, auch nicht Kopftuch tragen und sowas. Das hat Gott nie gewollt. Da entzieht sich mir die Logik, dass Gott seine eigenen Kinder in dieser Geschichte schon in irgendeiner Art und Weise trennen will oder vorführen will. Deswegen
die Reformfähigkeit ist, dass man mit dem Menschen darüber spricht, was das wirkliche Wort ist. Und die Reformfähigkeit fängt damit an, dass man eben den Imamen und den Institutionen nicht die Interpretation des Korans überlässt, sondern hier im offenen Dialog geht. Und das meine ich mit reformfähig. Wie so oft muss man einfach alles, was man betrachtet, differenziert betrachten. Gibt es wirklich immer nur schwarz und weiß? Links und rechts, oben, unten. Differenziert heißt nicht alle von der AfD, nicht ganz Deutschland, nicht jeder Muslim. Differenziert heißt, genau hinzuschauen. Das kann man sich natürlich die Frage stellen mit unserer Ausrichtung. National-konservativ kann und darf und ist ein Muslim in unseren Reihen gewollt. Jetzt ist es natürlich so, wir haben gesagt, wir stehen zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und da steht es natürlich letztendlich drin, dass es eine Religionsfreiheit gibt. Und diese Religionsfreiheit können wir natürlich nicht außer Kraft setzen und sagen, das passt mir jetzt aber nicht. Aber Religionsfreiheit unter freiheitlich-demokratischer Grundordnung heißt, dass man eben diese nicht über den Staat erhöht. Dass man die Regeln seines Glaubens nicht über die des Staates setzt. Das sind ja die spannenden Fragen. Und wenn man genau diese Frage stellt, können wir eine ganz andere Frage stellen. Sind Homosexuelle in der AfD gewünscht? Sind Menschen gewünscht, die nicht nach national-konservativen Grundsätzen leben, die vielleicht liberaler sind? Welche Fragen sollen wir dann noch stellen, um nicht ständig auszugrenzen, sondern eben das zu sagen, was wir sind, die Mitte Deutschlands. Und die ist halt vielfältiger. Und das passt vielleicht so auch zu einer Frage, die dazu passend war oder in ähnliche Richtung ist, Trennung der Kulturen. Trennung der Kulturen oder Kultur, was ist Kultur? Kultur hat etwas mit Werten zu tun. Und wenn ich heute über deutsche Kultur spreche, muss man schon genau hingucken und fragen, ohne nach hinten zu schauen, was ist denn jetzt unsere deutsche Kultur? Und das ist die große Aufgabe, die AfD eben beantworten muss, dass wir wieder finden, was unsere deutschen Werte sind. Und nur wenn ich diese Kultur, diese Werte wieder in den Fokus unseres nationalen Gedankens stelle, dann können wir auch erklären, was es heißt, wenn sich andere Menschen in unsere Kultur integrieren sollen. Nämlich nach den 68ern gibt es diese deutsche Kultur nicht mehr. Die identifiziere ich gerade eher als Selbstaufgabe, überall Helfer und Pflasteraufkleber. Aber das, was Deutschland immer ausgemacht hat, das Land der Bildung, das Land der Ingenieure, das Land der Humanität und Aufklärung, das ist schon lange Geschichte. Und daran müssen wir eben wieder dran arbeiten, dass das wieder ersichtlich ist und dass die Menschen in Deutschland wieder zu ihrer Kultur, zu ihren Werten stehen und eben sagen, jawohl, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Und dann gibt es bestimmt auch viele, viele Menschen, die hier leben, die sagen, auch dann bin ich stolz, ein Deutscher zu sein. Ich glaube, da müssen wir dran arbeiten. Und das ist das, dass wir endlich mal aufhören müssen, uns selber zu bemitleiden, sondern dass wir wieder aufstehen müssen, bereit sein, für unser Land, für unsere Werte und für unsere Kultur zu streiten und zu kämpfen. Aber dafür muss es halt wieder ganz klar sein, was sind unsere Werte, was ist unsere Kultur. Und das ist die große Dialogaufgabe, die die AfD eben erfüllen muss. Und da gibt es halt viele, viele Ansätze und die Antworten auf diese Frage, die werden wir allerdings sehr schnell und demnächst geben. Gibt es einen Euro-Islam? Also ich behaupte ganz fest, dass es Muslime gibt, die Bier trinken. Ich behaupte ganz fest, dass es Muslime gibt, die jetzt nicht fasten. Und ich glaube, dass ein Muslim, der in Deutschland lebt, ein anderer Muslim ist, als ein Muslim, der irgendwo als Analphabet in irgendeinem Bergdorf lebt. Der vielleicht noch viel archaischer lebt. Ich glaube, wir haben hier schon Unterschiede zu sehen und die muss man auch akzeptieren, weil auch hier müssen wir differenziert betrachten und das ist immer meine Bitte. Man kann nicht alles grundsätzlich verteufeln, vor allem müssen wir erstmal einen selber machen. Wir müssen wieder zu unseren christlichen Werten stehen, wir müssen uns wieder für unsere Werte einsetzen, das ist auch das, was ich gerade gesagt habe, weil nur, dass wir wieder zu dem stehen, was wir sind und dass wir selber wieder erkennen, woher wir kommen. Das ist doch wichtig. Und wenn alle fragen, habt ihr den Koran gelesen, dann frage ich Sie, wer von uns hat alles schon die Bibel gelesen und sie auch richtig verstanden? Danke. Also eins weiß ich, man darf keine rosa-rote Brille haben. Und ich weiß auch, die Welt besteht nicht nur aus Gänseblümchen. Und man muss sich Ungerechtigkeit entgegenstellen, man muss sich Unmenschlichkeit entgegenstellen und man muss sich Gewalt entgegenstellen. Aber dazu müssen wir alle bereit sein, für unsere Freiheit alles zu geben, für unsere Freiheit zu kämpfen. Und das ist unsere große Aufgabe. Und hier stelle ich immer wieder die Frage, was ist in Deutschland los, dass wir vieles mit uns machen lassen, auch politisch
von den schon länger hier Regierenden? Wo ist unser allgemeiner Ausschrei? Und lassen Sie uns nicht immer den Fokus nur auf eine Gruppe setzen, sondern lassen Sie uns den Fokus viel breiter stellen. Und der heißt, wir müssen generell die Politik zum Schutze Deutschland, für die Sicherheit in Deutschland verändern, damit wir endlich wieder eins tun können, in Freiheit, in Deutschland und für Deutschland leben. Dankeschön.